Udo Wolfenbauer, der Treffpunkt Nord hier, unser Wolfgang Gesekus, zeigt sich immer wieder spendabel. Ich nenne die SAS Seil- und Anschlagmittel GmbH, den Hausmeister-Service Misha Busche, Angelika und Hans-Werner Weinhold gehören dazu, das Zahnarzt-Ehepaar Hahn und die Klempner-Firma Andreas Bentin. Also wirklich eine stattliche Anzahl, 16 an der Zahl. Ich glaube, das können wir gar nicht hoch genug würdigen. Und wie gesagt, wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön. Nun ist der Mischa sogar nach vorne gekommen. So, und wer alles in Empfang genommen hat, der darf sich wieder platzieren. Ich glaube, die Ehrenurkunden sind überreicht worden. Die ganze versammelte Narrenschar wird sich nochmal bedanken. Und wie könnten wir es besser tun, als mit unserem donnernden Schlachtruf, die Seemacht Lokomotive. Spielt weiter, immer weiter. Wie nett. Danke. Ja, und jetzt kommt unsere Danksagung Teil 2. Und die bitte ich jetzt nach vorne. Und zwar einmal unser Thomas Sponholz, der sich hier wirklich toll ins Zeug gelegt hat und natürlich den Orden der Saison in Empfang nimmt. Genauso wie der Jochen Schulmeister. Der kriegt den genauso. Und wir haben uns noch zwei ausgesucht, die einfach hinter den Kulissen so kräftig mitgewirkt haben, ohne dass sie jetzt hier im Rampenlicht stehen. Und diesmal ist es der Wolfgang Nieseler, der zusammen mit seiner ihm angetrauten mir so wirklich toll geholfen hat. Und genauso wollen wir den Wilfried Gehtke nicht vergessen, der inzwischen zum Club der Elberratsweisen gehört, deswegen nicht mehr in der ersten Reihe hier sitzt. Aber so fleißig wie jetzt war er noch nie. Also deswegen wollen wir ihm auch nochmal insgesamt Danke sagen. Und ich bitte euch auch hier nochmal um einen herzlichen Beifall. So, und während unsere Miss Karneval die Orden überreicht, ja, der Thomas muss seines Amtes walten, wollen wir noch die drei ehren, die als Tanzleiterinnen hier dafür sorgen, dass wir immer schöne Tänze zu sehen bekommen. Und da bitte ich nach vorne und die werden sich vielleicht hinten befinden, also sagt ihnen bitte Bescheid. Die Carina Münzberg, die Gitta Schröder und die Sigrid Münzberg wollen wir hier nochmal sehen. Kriegen wir das hin? Sigrid ist schon da. Nicht verstanden. Sag doch mal Bescheid mit Carina und Gitta. Aber vielleicht ziehen sie sich schon um, das kann sein. Auch einen sehe ich da schon laufen. Na, wunderschön. Die Gitta, ein extra Beifall, jawohl. Ah, jetzt sind sie alle da. Wunderbar. Ist das nicht ein schönes Bild? Und unsere drei Tanzleiterinnen stehen natürlich symbolisch für die Tanzgruppen. Also sagt unser Danke, unser Dankeschön natürlich an eure Mädels und euren Jungen. Also, Dankeschön für eure tatkräftige Unterstützung, was den Karneval der KGW betrifft. Also allen Ausgezeichneten an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön mit unserem donnernden Schlachtruf, die Seemacht-Lokomotive. So, der Jochen kommt einfach nicht zur Ruhe, weil jetzt muss er schon wieder ein Klatsch mal spielen, denn der erste Büttenredner hat sich angesagt. Wollen wir ihn reinlassen? Oh, richtig. Oh.
Life is life. Life is life. Etwas Vereinsinternes habe ich vergessen. Der Verein der KGW e.V. hat zweimal Zuwachs bekommen. Das freut uns natürlich. In der Mitgliederversammlung im Dezember, natürlich machen wir offizielle Mitgliederversammlung, auch wenn das denn manchmal als Weihnachtsfeier oder als Busfahrt deklariert ist. Aber, wie gesagt, dort sind zwei neue Mitglieder feierlich aufgenommen worden. Und die sollen natürlich jetzt auch ihren vorversammelten Herrenschar ihren Vereinsausweis entgegennehmen. Und zwar einmal haben wir den Thomas Jentschewski und zum zweiten den Christian Steinmetz. Beide verstärken. Und ist das nicht ein Bild? Ist das nicht ein Bild? Wer es noch nicht weiß, die Ehefrau überreicht ihren Ehemann den Ausweis. Wenn das kein gutes Omen ist, dann weiß ich nicht. So, liebe Herren und Herren, also nehmt es mir nicht übel, life is life. Wie gesagt, das war Punkt Nummer 3. Aber jetzt ist der Jochen weg.